Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3, Reaper of Souls. Ja, ich habe meinen Headhunter, also Dämonenjäger, ein bisschen gelevelt. Das ist der Level 62, macht 93.527 Schaden. Ist recht zäh. Und vor allem, was mich da ein bisschen überrascht hat, ist die viele kritische Trefferchance 21,8%. Das war auch mal ein bisschen höher. Und ich habe jede Menge Items gefunden. Unter anderem recht viele Pläne. Hier habe ich sogar einen doppelten Plan. Zwei Unique-Pläne. Ein Set-Plan. Und ja, jede ganz viel. Also mindestens 12 oder so. Ich habe nur ein oder zwei Tage gespielt und eigentlich bei jedem Endboss oder so ist ein Ding gedroppt, ein Plan. Und ja, zum Beispiel habe ich hier den Setring, das Klagen der Herrscher gefunden. Hier zum Beispiel Hassfeuerwerfer und die Dämonenmaschine habe ich auch gefunden. Jede Menge, zum Beispiel Boyangler. Hier habe ich noch ein besseres Schwert gefunden. Das habe ich schon mal gefunden, aber mit Intelligenz und nicht so gut. Und ja, die kennt ihr ja vom Baba, die Magierfaust. Ja, hier sind die anderen. Das mit Intelligenz, genau. So, hier ist noch der Großvater, den habe ich ja mal euch gezeigt. Und ja, schauen wir mal beim Speed nach. Ja, ich habe jetzt den Dark 3D Shader nicht drin, weil den gibt es gar nicht mehr. Ich muss ja den PC ganz neu wieder aufding. Ich habe viele Daten verloren und so. Und darunter auch Dark 3D. Und ich kann es jetzt nicht mehr laden. Also das ist jetzt zum Beispiel der Setplan. Das sind alle Sets, kann man alle von den Sets herstellen. Alle Set-Items, also Gipfelherrschaft, Macht und Ultimatium kann man herstellen. Und ja, hier auf alle, also hier sind mehrere unique Pläne schon dabei. Natürlich noch nicht alle, aber das macht ja den Fun aus, die zu finden, die zu suchen. Und wenn man schon alle hätte, dann wäre es ja langsam langweilig. Und hier seht ihr ganz viele Uniques. Also das ist zum Beispiel sicher den ein Plan, oder? Steht das irgendwo? Ich denke, das steht nirgends. Also hier könnte man zum Beispiel Dämonen. Ich dachte, das könnte man irgendwo sehen, aber leider nicht. Also ja, ich habe sehr viele Pläne gehabt. Und ja, die jetzt eingeding. Hier bei den Juwelen habe ich, glaube ich, schon recht viele oder alle sogar. Also das sind viele königliche Diamant, makellose königliche Rubin, makellose imperiale Rubin, imperiale Rubin. Also da ist recht viel. Hier. Okay, dann werden wir ein paar Rifts machen und ich zeige euch den fetten Damage. Es ist leider auch nur normal, aber ich möchte, bis ich in Torment 1 kann, ich werde normal bleiben. Weil so kann man viel besser Items finden und so weiter. Also ja, aber ich muss noch kurz die Musik ein bisschen leiser stellen. Also der Sound im Allgemeinen. Kam laden, nicht abstürzen irgendwie. Weil manchmal verliert man die Verbindung. So. Dann werden wir uns... Ah ja, ich wollte noch kurz den Bogen vom Schuft zeigen. Die Giftschale für Level 60. Hier zum Beispiel Rogas riesiger Stein. Kimbos Gold. Jo. Also der macht auch schon fett Schaden.
Was ihr seht, einmal schießen, der Elementarpfeil. Und die Gegner sind down, das sind die normalen. 314.000 Schaden. Mit so einer schnellen Attacke, da kann ich wirklich spammen. Und ja, das ist recht super. Hier haben wir nochmal so einen Schrein. Und jetzt mal ein Geschütz aufstellen. Also da kann man eigentlich durchrushen. Hier habe ich noch eine sehr starke Attacke. Das ist Rachehagel mit fliegender Angriff. Und dieser Angriff macht eigentlich Bosse auch sehr, sehr schnell down. Also ein guter Bosskiller. Wenn ihr natürlich alle Geschosse ihn treffen. Und die Elites manchmal ausweichen können. So. Der nächste Rachehagel. Also ihr seht, wie viel Schaden der macht. Das war nur der Rachehagel. So. Ich habe kurz den Ding heulen lassen, aber es war zu spät. Da mache ich natürlich nochmals 30% mehr Schaden. Das mache ich dann beim Boss. Ja, vorher war ich noch ein bisschen schneller, aber das ist auch recht schnell. Und dafür ist der Schaden auch wie viel weiter nach oben gegangen. Es ist immer noch zu laut. Ich weiß nicht, bei mir ist es extrem laut. Ich kann sonst nicht gut reden. Weil natürlich alles übertönt wird und ich höre mich selber nicht mehr. Am schlimmsten finde ich manche YouTube-Videos zum Beispiel. Habe ich erst bei Top 10 einen Hörschaden bekommen. Ich weiß nicht, die laden das wahrscheinlich auf 150 Dezibel hoch oder so. Keine Ahnung. Und die Videos sind natürlich, die Games sind natürlich auch, also viele sind nicht laut, aber zum Beispiel hier Diablo 3 ist schon recht laut. Oh, so viele. Aber das meiste ist leider Müll von den Games. Ja, eben, ich weiß nicht, man sollte mal eine Grundstellung festlegen, dass die Games und die Videos nicht lauter dürfen sein, sonst bekommt man wirklich einen Hörschaden. Ich habe schon das Headset so niedrig gestellt, dass man fast eigentlich nicht mehr mein Mikrofon hört. Also bei mir ist es leiser als bei den anderen. Aber das ist auch nur so, dass ich selber als Aufnehmer keinen Hörschaden bekomme. Ja, und ich weiß nicht, was soll ich machen sollen? Einen Hörschaden bekommen, weil manche YouTuber so laut hochladen oder ein paar Spiele so laut sind oder ja ein neues Headset kaufen. Nein, ich habe das Beste schon. Und ich weiß nicht, wieso es bei mir so laut ist. Alles. Ich hoffe, bei anderen ist es auch so laut. Aber ich höre auch immer wieder oder muss Kommentare lesen, dass es zu laut ist und so. Aber das ignorieren leider die meisten YouTuber einfach. Und das ist sehr, sehr schade. Also das ist unterste Schublade, wenn man sogar so wichtige Kommentare nicht liest. Ich muss die Fliege mal töten, die nervt mich jetzt schon mehrere Stunden lang. Du bleibst hier. Ich hoffe, ich finde mal wieder eine Gruppe Goblins, die möchte ich euch mal zeigen. So, jetzt sind wir schon in der dritten Ebene.
Und hier haben wir, oh Gott, diese Fallennägel sind eines der schlimmsten Gegner. Die nerven einfach mit den Fallen, was sie so langsam machen. Und hier sind unsichtbare Gegner, das war ein Anzeigebug. Oh Gott. Die sind so grässlich. So, hier noch ein paar Fledermäuse. Und ich muss nochmal Reise machen. Hey, gestern war doch das alles noch gut. Shit. Bei Facebook-Game ist es ganz normal, dass die so extrem laut sind. Darum spiele ich die Games auch nicht. Die wollen unbedingt, dass man halt den Sound hört. Da muss man natürlich auf 150 Dezibel hochdrehen, automatisch. Aber zum Beispiel Videos. Wenn ich ein Video schaue oder einen Livestream schaue, da ist es nie zu laut. Also kann es nicht an meiner Grundeinstellung liegen, sondern einfach an... Ja, vielleicht höre ich auch viel mehr als ihr. Das ist viel besser. Keine Ahnung. Aber vor allem macht es mir so weh manchmal. Vielleicht sind die Leute von heute einfach ein bisschen zu schwerhörig. Also dass die dies hochladen und so einfach nicht merken, dass es zu laut ist, weil sie natürlich schwerhörig sind. Und dann die Zuschauer, die natürlich noch normal hören können, fast einen Schock bekommen. Und Hörschaden und alles Mögliche. Oh Gott. Hier muss ich durch. Ja. So geht's. Mit einem kleinen Salto kann man hier drüber. Und ist dann nicht geslowt. Oh Gott, noch einer. So, jetzt ist bald der Rift-Boss da. Okay, hier sind nochmals blaue Gegner. Kann man die gleich noch lassen. Ja, aber das bringt nichts, wenn du da erscheint. Oh nein, nicht der Boss. Der nervt so. Das ist irgendwie ein Angriff gewesen. Naja, droppen tust du ja nicht schön. Okay, wir sind bald Level 63. Das ist natürlich auch gut. Ja, genau, drei Fallen auf einmal. Und zwei Bosse. Also zwei Elite-Gegner. Ja, sicher. Lasst mich mal in Ruhe. Oh Gott, hier von oben kommt auch noch einer. Wow, das. Also, diese Gegner ist voll von Bossen. Voller gelber und blauer Gegner. Das ist mal heftig. Sowas von heftig. Ja, schon voll. Voll die Verarsche. Moment, da war ja Elementarpfeil. Das macht halt weniger Schaden. Aber 15% ist sicher mehr. Die lasse ich drin. Meck. Splitterpfeil. Die können weg.
Ja, da ist noch ein weißer. Ja. Also dann nehme ich den mit und gehe nochmals nach oben. Ich will hier auf der Ebene bleiben. Hier gibt es so viele Elite-Gegner. Es gibt leider nicht so viele Seitengänge. Alles linear. Jetzt habe ich gelbe, also so beige Stiefel an. Das sieht so komisch aus. Einfach mal so. Ihr kennt ja sicher diese weißen Lederstiefel von den Frauen. So richtig ladyhaft. Ich bin Konichi Wurst, oder wie die heißt. Mit Bart. Hat er einen Bart? Ja, so sieht man es natürlich nicht. Hallo? Nö, der hat kein Bart. Aber fast. Jetzt kommt sicher der nächste Elite-Gegner. Man kennt es langsam. Dunkles Herz für Rache. Ist es nicht ein Buff? Rache. Ja, aber das Blöde ist, ich habe alles voll. Ich brauche eigentlich alles. Ich könnte mal Salto weglegen. Ah nein, das ist das. Doch, es ist... Rache. Handmörser. Dunkles Herz. Ich werde jetzt einfach mal das ausprobieren. Salto ist zwar sehr hilfreich, aber auch nicht das Ding. Ah, das ist der Angriff. Ich bin blau. Man wird auch rot bei einem anderen Runenstein und so. Aber jetzt bin ich blau. Gut, das hat, wir haben extra Angriffe. Ja, der Buff ist natürlich besser als das Salto. Ups, nicht in die Explosion, die macht so extrem Schaden. So. Sehr schön. Oh, noch einer. Weg damit. Sah das Ungestüm. Nein, keine Fallen schießen, bitte. Drecksgegner. So. Ja, nochmals ein Boss, also Champion. Oh Gott. Jetzt ist fertig. Noch einer. Oh. Das ist ja heftig. Das noch mehr Leben. So. Auch das ist geschafft und ich werde geplagt von den Fliegen. Schlimm. Oh Gott. Nein, ich will nicht reintreten. Oh Gott. Hey, wie groß ist dieses Gebiet? Das ist ja mal episch groß. Das ist schon kaputt.
So. Hier ist nix. Ah, da war ein Truhe. Okay. Und jetzt kommen wir wieder an den Anfang. Hat hier nix. Ich weiß nicht, wie viel. Für was muss man eigentlich noch Fässer kaputt machen? Wenn doch nichts drin ist. Das hat Blizzard ganz, ganz blöd gemacht. Sowas von doof sind die Blizzard-Menschen. Der Bogen ist einfach so geil, das sieht so geil aus. Das erinnert mich an die Tentakel von Beliar. Das ist richtig grässlich. Eingefroren. Also hier ist nichts, da vorne ist noch etwas. Aber wahrscheinlich auch nur so ein Gang, wie man sie kennt. Die einfach mal super unnötig sind. Ah, hier kann man noch runter. Okay, hier unten war ja noch ein Eingang. Dann gehen wir dorthin. So. Gelbe Handschuhe. Ich bin so langsam. Ohne Stiefel mit Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, sind keine mehr drauf. Oh. So, es reicht jetzt fliegen. Ihr seid so extrem nervös. Habt ihr Hunger? Aber auf meiner Haut ist doch nichts. Da wäre noch eine Waffe. Kann man die wieder raus sortieren? Oh, hier ist zum Beispiel noch ein besserer. Hat die Lebenprotef, auch Lebenprotef, ja. Von Rachehagel, ne. Das wäre doch mal was. Ich habe zwar kein Lebenprotef. Plus 9,4 Schaden. Brauchen wir so viel Erfahrung noch? Ich werde jetzt den austauschen. So. Das können wir auslegen. Ja, das brauchen wir nicht. Weglegen, weglegen, weglegen. Weglegen. Ja, weglegen, weglegen. Ach, kommt jetzt die Scheißfliege. So, fertig jetzt. Und jetzt gehen wir nochmals eine Ebene nach unten. Es gibt, glaube ich, bis 12 Ebenen Rifts. Ich will mal so einen finden. Mein Maximales war, glaube ich, 7 oder so. Todesrichterrätsel. Ja, sicher. Kommen plötzlich so viele. Haut ab. Gott, oh Gott. Die Engel nerven auch. Also für einen Nahkämpfer sind die brutal, weil sie immer abhauen mit dem Durchschlag.
hier gehen wir noch nur durch. Wir gehen jetzt nicht zurück da. Mal schauen. Das ist wirklich ein Hass. Also, wenn es so viele Engel gibt, dann muss das nur eine Hassgegend sein für mich. Darum gehen wir jetzt durch. Und ignorieren die Seitenwege. Hat's noch was? Ja. Schrott. Spür meinen Zorn. Nervt nicht ihr. So ist doch gut. Nur schön down gehen. Unbesiegbar. Was haben wir hier? Ganz viele Truppen. Oh. Ja, ein Knüppel brauchen wir nicht. So, geht doch. Was ist das? Eine Eiche. Ah, ein Stab. Eine Eiche, die Eiche ist da. Oh, die Eiche. Und wieder ein Riesengebiet. Oh, und bald kommt bei mir Tropico an. Entweder heute oder morgen. Und dann kann ich Tropico let's playen. Hoffentlich kann ich den Ton, also die Musik behalten. Sonst muss ich es ausschalten, weil natürlich alles markenrechtlich geschützt ist und schlimm, hey Gott, oh Gott, dann macht doch keine Musik, wenn ihr es schützen müsst. Der beste Schutz ist, wenn man es gar nicht macht, wenn es gar nicht erscheint. Also, hört auf mit dieser Musik die ganze Zeit, wenn es sie nicht ungeschützt haben lässt. Die Welt kann so einfach sein, aber die Menschheit macht sich selber Regeln und alles Mögliche. Weil sie sonst ja nicht loyal sein können und Unsinn machen würden. Aber eben, das ist auch wieder ein Fehler der Intelligenz. Und ja. Man fühlt sich halt zu mächtig, wenn man zu intelligent ist. Zum guten Glück kann ich nicht, also muss ich nicht so sein und so extrem machtgierig sein, nur weil ich ein bisschen intelligenter bin als der Durchschnitt. Und jetzt sind wir fertig. So. Okay. Und wir beten dieses Rift mit der Rache. Gut. Was haben wir denn bekommen? Der sagt ja nur, dass wir die Dinge machen sollen. Die Kopfgeldsachen. Ja, ist leider nicht viel Besseres da.
ja verkaufen. Ja, es ist nichts Gescheites. Wir haben nicht mal einen Unique gefunden. Ich spiele jetzt noch so lange. Die Aufnahme geht jetzt noch so lange, bis ich einen Unique finde. Und dazu gehen wir jetzt mal. Wir gehen mal im Bastionsstreifen 2, da gibt es Fälle, Monster. Diese verdammten Dämonen wollen sich hier hineingraben, was? Mhm. Ich kann jederzeit. Die verdammten Dämonen. Ja, wo sind sie jetzt? Ich brauche euch, Elite. Nicht ihr Stinker. Solche Stinky. Oh, eine goldene Kiste. Früher waren, also Anfangsrots waren hier immer wieder Uniques drin. Das haben sie so extrem grässlich genervt. Jetzt müsste ich schauen, wie viele Items rauskommen. Ja, okay, das war jetzt wieder ein bisschen mehr. Aber manchmal kommen nur 3 Items raus. Und 2 davon sind Rares. 1 ist davon Ding. Blau. So, habt ihr es jetzt? Kann ich mal einen Elite-Gegner treffen? Oh. Kein Elite-Gegner hier. Ausverkauft und so. Okay, hier ist einer. Friert sie. So. Jo. Nein. So. Oh, hier ist noch ein Gegner. Ah, ich weiß, wo ich hingehe. Ist zwar nicht mehr so lukrativ, aber im südlichen Hochland gibt es den Turm. Und dort hat es eine bessere Chance. Oh, ein Pool. Ein Pool. Schwimmen wir ein bisschen drin. So. Ja, hell nicht so rum. Jetzt, hier hat es auch sehr viele Gegner. Ich gehe mal hoch zum Event. Vielleicht haben wir dort eine Chance auf ein gutes Event. Das Lyzeum. Komm. Nein, es ist aus dieser Event, das lassen wir. Müssen wir nur ein paar Geister töten. Oh Gott. Fliegt mir die Fliege noch in die Nase? Kommt mal. Ich finde keine Elite mehr. So wenige Elite. Gott, oder? Die ansässigen Kasra-Stämme werden zu einer echten Bedrohung. Sie greifen Karawanen an und dringen in Gebiete vor, in denen sie bislang nicht gesehen wurden. Ihr müsst euch für uns um dieses Problem kümmern. Wir werden euch für jeden Kasra-Kopf 25 Goldstücke zahlen. Das ist doch nix. Ich bin doch schon Multimillionär. Nein. So. Also. Oh. Goblin Time.
So, Dille. Gibt's keinen Turm hier? Nicht mal ein kleines Türmchen? Gib mir einen Turm. Ach, schade. Jetzt gib mir mal ein Unique. Lisa hat ja gesagt, innerhalb einer Stunde droppt ein Unique oder ein Legendary. Aber nein, es droppt nicht mal ein kleines bisschen. Nicht mal eine Scheißwaffe oder so. Hallo, gestern waren es drei in einem Nephalem-Run. Jetzt ist nicht mal etwas. Ja, das bringt's nicht. Jetzt gehen wir ins nördliche Hochland. Oh je. Meine vöbelhaften Freunde interessieren sich nicht weiter für die Kastra. So, was haben wir hier? Prämie, die auf sie ausgesetzt ist. Aber ich bin sicher, dass man mit ihnen kommunizieren kann. Ah, eine Truhe. Gefährlich, aber dieses Risiko gehe ich gerne ein. Endlich wird das endlich mal wieder etwas härteres. Ah. Aber es gibt's Schuhe. Ich brauche keine Schuhe. Ich brauche ein Legendary, nicht blau, nicht gelb, sondern ein Legendary, das Gold ist. Oh Gott, so viele weg. Mann. Das ist Illusionist. Nummer 4. Den kommen raus. 4 Arten. Also Doppelbilder. Und Gegner, die aber keinen Schaden machen und auch nicht viel aushalten. Weg da. Bäume ein bisschen killen. Es ist wirklich nichts hier. Nichts für den Drago. Rein gar nichts. Wieder ein Goblin. Weniger. So. Schauen wir mal kurz hier aufdecken. Ein Baumstumpf. Ganz normaler weißer Schatzgoblin war das. Oh Gott. Wir haben so viel Glück und noch einer. Ach Gottchen. Komm, bleib da. Ich brauche deine Schätze. So, gehen wir wieder unten durch. Und hier haben wir sogar noch einen erneuten Brunnen. Schauen wir mal. Noch da oben. Komm. Ah, da unten müssen wir auch noch hin. Wir wollen alles erkunden. So. Ja, hier ist auch nichts. Hier war aber sonst auch immer eine Kiste. Wir finden heute kein Legendary. Wieso? 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 Dann gehen wir in Heim des Wegeklattens. Da gibt es auch viele Monster. Und wir haben bald nochmal sein Level. Sehr schön. Das werdet ihr nicht überleben.
Hier haben wir auch noch eine Quest, gut. Was ist denn das? Okay. Ah, wir müssen in die Höhle gehen, wir aber nicht. Pech. Aha. Die nächsten schlimmen Viecher. Ja, genau, mit der Arkan-Verzauberung. Oh Gott. Und ein Buch. So. Teil 8. Jeder Kreuzritter hatte einen Knappen. Wenn der Kreuzritter fiel, übernahm der Knappe seine Rüstung, seinen Rang im Orden und gar seinen Namen. Als die erste Generation Kreuzritter fiel, nahmen ihre Knappen ihre Identität. Und so geht es seit 200 Jahren. So. Und jetzt, ja, gehen wir noch in den Friedhof. Ah, hier haben wir sogar noch eine Truhe. Und? Gibt's auch mal wieder eine Fünfer-Truhe? Mit 5 Wellen? Nein, eine Welle. Ach, schade. Hinterhalt! So, jetzt gibt's. Ja, jetzt ist die Fliegenklatsche nicht da. Oh. Was ist Hinterhalt? Verursacht 40% zusätzlichen Schaden bei Gegnern mit mehr als 75 Leben. Da könnte man eigentlich mal das austauschen. Wir brauchen die Türme nicht mehr unbedingt. Ich werde sie bald weglegen. Weil wir machen jetzt genug Schaden mit diesem Schuss. Ja, recht angenehm. Finsternis erwartet euch. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen links gehen. Das bringt nämlich hier nichts. Hier ist Sackgasse. So, ach, komm schon, Quälgeister. Die schlimmsten Gegner in Diablo 3 sind die Stubenfliegen beim Zocken. Finsternis erwartet euch. Trollelol. Die Fliegen können am besten trollen. Am liebsten können sie kitzeln. Okay, Seelengefäß. Das machen wir doch gerne. Das ist da die große Falle mit den vielen Gegnern. Na, wo ist sie denn? Hallo? Falle. Ah, hier ist sie. So. Bam. Kennst du sie schon? Okay. Die machen einfach mal alles selber. Die Geschütze. Ja, ja. Ja, ja. Ich mache hier gar nichts.
Irgendwie langweilig. Schon fertig? Oh Gott. Wow, ein Nichts. Ein einfach mal nichts Schönes. Ach Gott. Ich brauche einen Legendary. Ich brauche einen Legendary. Ich brauche einen Legendary. So. Ah ja, das mit dem Meisterschwierigkeit, die Challenge geht natürlich bald weiter. Aber zuerst mal ich hier noch ein bisschen den Dämonenjäger spielen. Und euch zeigen, der ist ein bisschen actionreicher. So, was ist hier noch? Der Ausgang. Gehen wir mal in eine andere Gruft. Irgendwann haben wir schon ein Legendary. Sollte eigentlich jetzt jeden Moment fallen. Ah, was ich wollte, ist in die Kanalisation gehen. Hier. Weil es dort ein besonderes Item gibt. Per Zufall, also sehr, sehr selten. Einen Moloch. Ein Moloch-Amulett. Mal schauen, ob ich das irgendwann mal finde. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr tragen. Dann trag weniger. Nichts Gescheites. Einfach mal nichts Gescheites. Ich brauche eine Verbesserung. Es bringt mir nichts, andere Items aufzusetzen, dass die gleich gut sind. Ich brauche eine Verbesserung. Es ist einfach mal nichts möglich hier. Ich droppe nur noch Scheiße. Naja, egal. Ich bin sowieso auf die Legendaries aus mit dem super Bonus. Boah, ist das stark? Rache ist so extrem stark. Oder Hass, oder wie heißt das schon? Doch, Rache. Oh. Ich dachte, eine andere Attacke heißt Rache, aber nein, das ist die. Ah, Rache Hagel, stimmt ja. Ist gar nicht mal so weit her. Malifalt der Alte. Was ist denn hier oben los gewesen? Gott, oh Gott. Hallo, ich brauch dich, Moloch-Amulett. Ich hab zwar schon ein Pet, aber das will ich dann bald wieder weglegen. Weil so lukrativ ist es leider auch nicht. Aber nice to have. Wenn man nichts Besseres hat. So, was haben wir hier? Nein, nichts. Sollte wieder Salz reintun. Aber dann müsste ich Rachehagel rausnehmen. Weil der Geschützturm ist eine super Support-Sache. Kam das die letzte Chance für das Moloch-Amulett hier in diesem Spiel, also in diesem Run. Ekliger Gegner. Den nehme ich jetzt nicht mit. Ist auch nichts.
ist auch nichts. Ach komm schon. Dann gehen wir halt jetzt in den Rakis-Durchgang. Also zuerst Korsik. So. Ich sehe ungefähr 5 Fliegen. Gott, oh Gott. Voll die Kittys. So, ja, wo haben wir? Hier, Finsternis erwartet euch. Die Höhle bräuchte ich. Oh Gott, nerven die. Destruction. So. Hallo. Nicht wütend werden. Ich brauche nur die Höhle. Ich will nur in die Höhle. Also bitte nicht angreifen. Oh, schön. Das sieht denn schön aus. Hallo Höhle. Sie kann auch unten rechts sein, aber hier oben kann sie auch sein. Und wie wenig Elite-Gegner es gibt. Es gibt eigentlich nur Champions und die auch sehr wenig. Momentan ist einfach nichts los. Und dann hat man wieder Runs, wo jeder Bildschirm ein ist. Oh Gott, jetzt sind wirklich 3 auf meinem Bildschirm. Ich werde so stark angegriffen. Von den Fliegen, von den Killerfliegen. Trauma Härte Verrückten. Der Name. Dieser Name. Hallo, ich möchte gerne das Video beenden. Ich will jetzt das Legendary finden und euch zeigen, was es für ein Legendary ist. Kann auch ein Set-Item sein, aber Hauptsache Legendary. Los. Ein Nix, ein Nix, ein Nix, ein Nix, ein Nix, eine Nixe. Ja, wenigstens ein Champion Pack. Mit einem Helm. Ich habe ja meinen optimalen Helm für Magic Find. Ich brauche nicht noch einen stärkeren Angriffshelm oder so. So, fertig jetzt. Weniger blöd angreifen. Dafür mehr angreifen, besser angreifen. Mit stärkeren Monstern. Mit lohnenswerteren Monstern. Mit Monstern mit Legendary Drop Chance. Oh Gott, noch eine.
Rachehagel-Stunt übrigens auch noch. Das ist sehr gut. Oh, hier hat es viele Gegner. Also, jetzt kommt schon wieder einer. Und die haben das Legendary. Aber die Höhle machen wir noch fertig. Einen Gürtel. Wickel, Safran, gelbes Wickeltuch. Ist eigentlich besser. Nehmen wir. So. Und jetzt machen wir die Höhle noch fertig. Die ist ja gleich fertig. Und ja, dann verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal. Gott, ich war in der Mauer drin gefangen mit einem von diesen, ja, die machen sehr viel Schaden, diese Pfützen. So, aber eben nichts, kein Kauderwelschstein, schade. Ja, okay, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen, bye bye.